So, hallihallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten, zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein kleines Tutorial. Es geht heute um die Doppelstockwagen von Jägerndorfer. Die hatte der Bernie bei sich so schön innen bemalt und auch mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet. Er hat das allerdings auch gemacht mit stromführenden Kupplungen, die er eingebaut hat, und Decoder und das volle Programm. Ich werde heute versuchen, bei der alten Version, die Wieselwagen sind das, nicht die modernen im CityJet Design, das Ganze auch zu machen, allerdings mit einer bisschen einer, wie immer, Neustartmethode, das Ganze möglichst einfach und möglichst billig. Heißt, wir werden keine stromführenden Kupplungen einbauen, weil die relativ teuer sind. Außerdem kann man dann weiterhin die Wagen kombinieren mit zum Beispiel den einstöckigen, so wie es echt oft passiert, dass die dann zusammengehängt werden. Geht natürlich nicht, wenn jetzt die dann da stromführende Kupplungen haben und der nachher nicht. Worum geht's? Das Problem bei diesem Wagen ist, man sieht das jetzt eh schon. Ich brauche da jetzt gar nicht groß zoomen, werde es aber trotzdem machen. Ich hoffe, es zittert wieder nicht so arg. Ihr seht, die Inneneinrichtung ist bei den Doppelstockwagen einfach einfärbig und grau, was natürlich falsch ist, weil sie in Wahrheit blau ist und der Boden ist dunkel. Das sieht man recht gut. Bei den modernen City-Jet-Varianten sieht man es nicht so, weil da sind die Fenster getönt in schwarz. Deswegen werden wir dann auch gleich Innenbeleuchtung einbauen. Das Ganze möglichst simpel gehalten mit so einem Backerl. Das muss ich wieder rauszoomen. Wir brauchen dazu... Also ich habe 4 so Waggons, nicht 5. Heißt, wir brauchen dazu 8 Radschleifer. Gibt es von DigiKeys für 10,50 Euro, 10 Stück, mit den passenden Kabel schon dran. Dann brauchen wir Revell-Doserl, einmal für den Boden, ein dunkleres Grau, einmal für die Sitze, dunkles Blau. Ein paar Pinsel, ganz klar. Dann gibt es vom Modellbau Schönwitz bei meinem Händler so kleine Innenbeleuchtungsplatinen. Die kann man individuell dann immer kürzen, je nachdem wie lange man es braucht. Kosten 6 Euro pro Stück. Davon brauchen wir 8, weil natürlich Doppelstockwagen unten eine braucht und oben. Ja, und nachdem wir dann keine stromführende Kupplung einbauen, sparen wir uns das. Da sparen wir irrsinnig viel Geld. Das hat den Bernie eine Lawine gekostet. Und apropos Bernie, vielen Dank an der Stelle, dass er mir da mit Rad und Tat zur Seite steht, falls das Ganze nichts wird. Der besorgt noch Pufferkondensatoren, sodass wir in jeden Wagen einen Pufferkondensator einbauen werden, damit das einfach nicht flackert, wenn der kurz über stromlose Gleisabschnitte fährt. Ja, ich zeige jetzt im Anschluss gleich nochmal ein paar Bilder oder Fahrszenen aus den letzten Videos, damit ihr einfach seht, man sieht regelmäßig, dass da drin halt erstens keiner drin sitzt, genau, Stopp, Maxl, wenn wir auch noch einbauen, gell? Und zweitens sieht man einfach, dass die Inneneinrichtung nur einfärbig ist und halt nicht vorbildlich. Und wenn man das dann mit einer schönen Innenbeleuchtung kombiniert, glaube ich, könnte der Zug dann richtig, richtig cool ausschauen. Gut, zuerst werden die Waggons aufgemacht, dann wird die Inneneinrichtung rausgenommen und bemalt mit meinen Pinsel und Revellfarben. Und das ganze Elektronik-Schatz, vor dem ich ein bisschen Angst habe, das aber angeblich urleicht ist, wir werden uns das anschauen, das kommt dann im Anschluss. Ich würde sagen, es geht los. Okay, dann starten wir hier. Habt ihr es gerade gesehen? Dass das eben nicht so schön ausschaut in die Videoschnipsel. Starten wir mit den Waggons. Die muss man wie immer so ein bisschen aufquaren. Und wie immer ist das eine ziemlich blöde Hocken, um die sich keiner reißt, weil das auch total mühsam ist. Und es fühlt sich immer so anders, wenn wir was hinig machen. Man macht auch nichts hinig dabei. So, hier noch ein bisschen öffnen. Ich hoffe, ich setze da wieder etwas. Na gut, der speist da wieder besonders gut. Geht schlecht auf. So, jetzt haben wir das Ganze hier offen. Na, schau, da hinten hängt er immer noch. Ach Gott. So, einmal weg mit dem Ganzen. Ihr seht es jetzt. Total eintönig, total komisch, also völlig unpassend. Ich werde dann ein Foto einblenden, wie das im Original ausschaut, nämlich jetzt. Und wieder zurück. Jetzt, ihr seht also, die Sitze sind blau, so ganz genau werden wir es nicht machen. Ja? Die Sitze sind blau, der Boden ist grau, das reicht dann schon. Maxl werden wir auch noch reinsetzen. Jetzt kann man hier einfach den oberen Teil abschrauben. Schrauben heben wir uns gut auf, damit wir da gut dazu können.
Und jetzt kann es im Prinzip dann schon losgehen. Schrauben schön auf die Seiten. Mit anmalen. Wie gesagt, ich habe da meine Revell-Dosen. Und da werden wir es loslegen. Das Ganze im Zeitraffer, weil es schaut immer urcool aus. Und dann merkt ihr nicht, was das für eine Riesenhocken ist. Spoiler, man braucht circa eine ganze Stunde pro Waggon für das Bemalen. Los geht's. Zwischenbericht, so schauen die ersten aus. Grundsätzlich eh ganz gut, allerdings, wenn man sich jetzt von der Seite anschaut, ich weiß nicht, wie gut man es später sieht, weil dann da so der Deckel drauf sitzt. Natürlich kann niemand perfekt von uns malen. Man sieht jetzt hier, dass das dann ein bisschen blöder schaut. Gerade hinten, eigentlich sind die Sitze nämlich hinten weiß. Jetzt habe ich mir dann gedacht, okay, das schaut ein bisschen blöd aus, falls man es sieht. Keine Ahnung, ob man es sieht. Deswegen bin ich jetzt beim nächsten Wagen schon dazu übergegangen, dass ich jetzt einfach komplett blau anmale. Das ist jetzt noch nicht trocken, das ist die erste Schicht, da gehört noch eine zweite drauf. Da ist hinten komplett blau. Ist so nicht ganz vorbildlich, also nichts für Fanatiker, aber ich hoffe, dass das dann dadurch besser ausschaut als nochmal da hinten. Jetzt muss ich da ein bisschen rein. Ja. Okay, da jetzt in der mega Großaufnahme sieht man sich ganz extrem, ja. Aber das geht einfach nicht besser. Oder ich bin zu botschert, was weiß ich. Heißt, es wird da alles blau angemalt. Gut, weiter geht's. Drei habe ich schon, einer fehlt noch. So, jetzt schaut das mittlerweile ganz gut aus. Wobei, wenn man genau schaut, der ist super gescheit. Da habe ich vergessen anzumalen. Muss ich dann gleich nochmal nachholen. Legen wir mal den Steuerwagen weg. Als nächster kommt die Stromaufnahme dazu. Der Steuerwagen braucht die natürlich nicht, weil, zeigen wir mal kurz her, der hat natürlich, damit er sein Licht kriegt, da vorne einen Stromabnehmer drin, da unten. Also bei dem müssen wir das nicht einbauen. Das heißt, den legen wir auf Seiten. Vorsichtig. So, jetzt brauchen wir dazu, ganz simpel, unseren Stromabnehmer. Da ist schon ein Kabel angelötet. Zwei Stück brauchen wir, bei jedem Drehgestell an, legen wir daher. Dazu muss das Drehgestell entfernt werden. Das steckt da nur so unten drauf. Vorsichtig runternehmen. Machen wir jetzt. Dann muss der Teil hier im Idealfall runter, damit man da gut dazu kommt. Das ist jetzt wieder relativ schwer, das Ganze, und ein bisschen mühsam. Das sitzt ja da relativ fest drauf. Ah, okay. So, schau, da ist schon unten, da ist unten. Ich hoffe, ich sehe es ja gut und hoffentlich rollen die Drehgestelle da jetzt nicht weg. Ich sehe übrigens, mittlerweile ist Abend geworden. Also man braucht echt ewig, um diese Dinger zu bemalen. So, jetzt hat Jägendorfer aus irgendeinem Grund, also die müssen da jetzt so von unten drauf, Jägendorfer aus irgendeinem Grund, ihr seht es vielleicht hier, da so Plastikteile drauf gebaut, die Rokowagen zum Beispiel jetzt nicht haben. Die nehmen den Strom ab. Das funktioniert jetzt natürlich nur, wenn man diese Plastikteile da entfernt. Das heißt, das müssen wir jetzt machen. Ich habe das schon ein bisschen getestet. Da liegt, also ihr seht es vielleicht hier ein bisschen, das Rad so drauf drinnen auf diesem Plastikteil. Ohne den Plastikteil liegt es aber genauso gut, steckt es da drin. Also ich weiß nicht wirklich, wozu es das Ganze gemacht haben. Deswegen werden wir jetzt vorsichtig hier mit einem Stanley-Messer immer weg vom Körper, Kinder, den Teil ausschneiden. Im Idealfall so, dass wir das Drehgestell nicht beschädigen dabei. So. Und auch auf der anderen Seite. So. Diese Plastikteile braucht man jetzt also nicht mehr. Jetzt tun wir da unten. Boah, ich hoffe, ich setze das jetzt irgendwie. Das ist jetzt eh nicht so schwierig. Ne? Obere Seite vom Drehgestell, untere Kabel durch. So, und jetzt gehört dann das Ganze so da drauf. Und jetzt kommt da oben drauf wieder
das Rad. Und auf der Seite auch. Und schon. Jetzt liegt das Rad, das hier steckt so nicht ganz drin. So, ein bisschen Spielerei, bis das überall drin ist, egal. Aha, auf der Seite war es nicht drin, schon. So, jetzt ist es gut, so. Jetzt haben wir schon unsere Stromabnehmer, die da anliegen. Und wenn Sie die Räder drehen, den Strom abnehmen. Damit das Ganze da jetzt gut hält, werde ich jetzt da noch einen Tropfen Superkleber drauf haben. Vor oben sieht es auch schön, ne? Wieder drauf liegen, den Strom abnehmen. Heißt, jetzt kommt da unten ein Tropfen Superkleber drauf, damit es gut hält. Könnte es natürlich jetzt auch professioneller befestigen, aber ganz ehrlich, das reicht. Das muss ja nur nicht mehr herumrutschen. So. Jetzt ziehen wir das dann noch ein bisschen in die Mitte. Greifen natürlich im Idealfall nicht drauf, weil Superkleber, eh schon wissen. So, ob das jetzt in der Mitte ist oder nicht, ist im Prinzip relativ wurscht. So, lassen wir das da so. Jetzt haben wir bei der leichteren Variante, da sitzt das Loch, da kommt das Kabel durch. Heißt, da unten steckt das Drehgestell drin, Kabel durch. So, da hat man mehr Hände. So, Drehgestell wieder drauf. Check, halt schon. Schon mal das Kabel durch. Das gleiche mache ich jetzt dann auch auf der anderen Seite. Das wollte ich aber nicht zeigen. Und dann schauen wir uns an, wie wir das da durchfädeln. Bis gleich. So, zweites Drehgestell drauf. Jetzt wird es wirklich lustig. Dort wieder mal mitgedacht, wie er das Ganze produziert hat. Also, der Teil sitzt da jetzt so oben drauf und wir müssen jetzt natürlich das Kabel da durchkriegen. Hier, seht ihr es, haben wir ein super Loch. Dann nehmen wir es einfach und fadeln es dann nachher so durch. So, und schon ist das Kabel da rum. Und da hinten sieht es auch keiner. Es kommt dann da der Pufferkondensator, das wird hier rein, weil das sieht man keiner. Weil, warte, ich hole mir kurz so ein Dings her, wenn es euch da den. Der Teil sitzt dann nachher oben drauf, das heißt, man sieht nur so in etwa ab dieser Höhe durch. Was da hinten passiert, sieht kein Mensch. Da schaut es anders aus auf der Seite. Hier haben wir da hinten ja auch Sitze, das heißt, ihr seht es, die scheinen dann hier durch. So, jetzt hat wer immer sie gedacht, super, da legen wir da zwar so Röhren nach oben, die von unten nach oben durchgehen, da kennt man ja einfach, denkt sich der Laie jetzt, das Kabel durchlegen. Denkste, weil nämlich die Röhren zu sind. Total genial. Also was machen wir? Ich werde jetzt mit der Bohrmaschine da hinten ein kleines Loch reinbohren, damit dann da hoch das Kabel kommt, sodass es möglichst nicht sieht. Und das mache ich jetzt, also nehme ich das Ganze nochmal runter, damit wir da nicht den Waggon beschädigen. Also einfach jetzt lustig da mit der Bohrmaschine draufbohren. So, mein Tisch hat schon einiges mitgemacht, der hält da das noch aus übrigens. Jetzt haben wir hier das Loch, das heißt, wenn ich das jetzt da so aufstelle, sollten wir jetzt dann problemlos das da durchfädeln können. Und dann ist der Waggon soweit fertig, dann kriegt er wieder den Deckel drauf, weil dann müssen wir damit zum Burnie fahren, weil der hat die Pufferkondensatoren und der baut dann die Platinen ein und zeigt mal, wie das geht. Und dabei mitfilmen, damit ihr es auch seht. Gut, also mache ich jetzt noch die anderen Waggons fertig und dann hören und sehen wir uns wieder. Kurzer Zwischenbericht, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen. Ja, man sieht, dass die jetzt blau ist. Das schaut auch richtig gut aus, Maxl Fönner, allerdings, ganz ehrlich, ohne die Innenbeleuchtung war das Ganze jetzt völlig umsonst, weil dann sieht kein Mensch, dass das jetzt anders ausschaut wie vorher. Beziehungsweise sieht man schon, weil das vorher natürlich so total hell war. Also im Großen und Ganzen ist es jetzt ohne die Innenbeleuchtung ein bisschen sinnlos, das anzumalen. Da oben sieht man sich schlecht gemalt, schauen wir mal, ganz nah hingeht. Uiuiui. Ja, da auch. Also im Großen und Ganzen hat sich das schon ausgezahlt mit der Innenbeleuchtung und mit dem Maxl auf jeden Fall.
Okay, gut. Avagon ist schon fertig, der zweite ist auch schon fertig, den dritten mache ich jetzt nur, den Steuerwagen mache ich auch noch und dann fahren wir damit zum Bernie. Dort hören wir uns wieder. So, stopp, liebe Leute, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, bevor wir zum Bernie fahren und die Innenbeleuchtung und die Pufferkondensatoren einbauen, bin ich gestern gefahren mit so einem Wiesel-Doppelstock und da habe ich gesehen, dass diese Trittbretter, hier sieht man es so ein bisschen, man sieht es vielleicht besser bei dem Modell hier, also die Trittbretter hier draußen, da sieht man es jetzt gut, die, dass die eigentlich super sind. Okay, in Wahrheit sind die dann meistens schwarz oder irgendwie dreckig, aber sie sind halt nicht so aus Plastik und dieses Grau, das gefällt mir nicht gut. Heißt, da haben wir doch dabei dann mit meinen Revell-Dosen nochmal drüber malen. Und, weil es mich jetzt stört, dass man da so, wo ich da schlecht gemalt habe, ich sehe es da drinnen, werde ich nochmal mit einer grauen Revell-Dose, na, aber das ist die silberne, die graue, mit der nochmal drüber streichen, damit es dann nachher besser ausschaut. Und dann geht es endlich los zum Bernie. Ich freue mich schon sehr. Da sehen wir uns dann dort nochmal. So, jetzt sind wir beim Bernie daheim auf seinem Schreibtisch. Was passiert jetzt als nächstes? Ja, jetzt musst du reden. Jetzt bauen wir. Jetzt bauen wir. Ich hoffe, das gut. Jetzt machen wir mal Plus, Minus. Warte, grundsätzlich Powerpack zuerst einbauen und jetzt dann die Innenbeleuchtung. Und dann die Innenbeleuchtung, ja. Und was wir auch noch erwähnen müssen, dass wir jetzt andere Radeln haben, weil heute ist da mal, haben wir das alte Radl noch da, dass wir das zeigen? Du in deiner Schuhe. Weil die Jägerndorfer Radsätze sind wie doppelt isoliert oder wie war das? Beidseitig isoliert. Beidseitig isoliert, sieht man das, wenn man das im Video zeigt? Das sind diese Dinger da, oder? Genau, das sind die. So. Diese schwarzen Dinger. Na, ob das scharf wird? Ja, wird sogar. Das sind diese Dinger da? Ja, man sieht es jetzt relativ schlecht. Die da drauf sitzen, diese schwarzen, genau. Okay, das heißt, es ist unten kein Strom mehr angekommen, ne? Genau. Und deswegen habe ich jetzt andere Radsätze von was? Kleinen Modellbahn. Ich glaube, kleinen Modellbahn sind es, ja. 12 Stück. 12 Stück, was kostet euch so eins? 1,50. Gut. Passt, ich muss da eine wegen. Oh, also das heißt, die Kamera steht im Weg. Pause. So, das heißt, ein Drehgestell nimmt Plus ab und ein anderes Minus, ne? Genau. Deswegen tun wir jetzt was? Jetzt verlängern wir mal das eine Kabel, dass wir da hinten beim. Ins WC ist. Den Pufferkondensator einsetzen. Powerback. Genau. Machen können. Sehr sparsam auftragen, wie wir jetzt wissen. Mhm. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Platine auf. Für alle Anfänger, die da Angst haben davor, dass man irgendwas falsch machen kann, kann man gar nicht. Mit dem Rädchen hier kann man dann die Intensität, also die Helligkeit, regeln. Es kommt einfach da, okay, bevor ich jetzt am Blätzen rede, schau mal, wo gehört das auch gelötet? Da, beim Wechselstrom, ja, gell? Ja. Und da kommt dann der Gleichstrom raus. Genau. Heißt? Das ist ein Wechselrichter. Also eine Wechselbrücke. Wechselbrücke, schau, jetzt habe ich das gelernt. Okay, also wir schließen da Plus und Minus an, vom theoretisch da Pufferkondensator. Und hier an der Seite haben wir wieder Plus und Minus, das seht ihr jetzt hier hoffentlich eh ganz gut, da. Das heißt, da wieder Plus und Minus dann, die Kabel runtergehen, dann zur unteren Innenbeleuchtung. Und das ist die ganze Hexerei. Und trennen kann man die Platine immer da zwischen die Dinger, dann hat man da nämlich wieder Plus und Minus, dass man weitergeht, ne, von dem Ganzen. Genau. Super Sache, kostet ca. 6 Euro pro Stück, kann ich nur empfehlen. Wir haben jetzt allerdings keinen Decoder einbaut, werden wir uns das sparen, weil das Licht soll einfach immer brennen, so wie es in die Züge auch immer brennt. Und Spoiler für nachher, da steht schon einer drüben mit Maxl drin. So schaut das nachher aus. Das sieht man gut. Da sieht man, wenn er draufsteht, haben wir das Licht und wenn wir ihn wegnehmen durch den Pufferkondensator, brennt es noch ein bisschen und geht dann aus. Kaum stellen wir wieder drauf. Brennt sofort. Es gibt keinen Decoder, der das irgendwie regeln kann, wenn es brennt einfach immer. Gut, schauen wir, wie es da drüben weitergeht. Jetzt brennen wir da ein Loch rein, weil sich das sonst nicht ausgeht. Das ist eher die rustikale Variante. Ja, aber die sieht ja keiner, ne? Nein, sieht man nicht.
So, und jetzt ist genug Platz dann. Genau, noch ein bisschen. Für den Pufferkondensator. Sollte sich jetzt ausgehen. Das ist die obere Platine, die kleben wir dann da drunter und da ist noch die untere. Sieht man es? Ja, sieht man, ja. Sieht man, ja, passt. Und da ist das alles jetzt verbunden. Hast Strom von den Achsen? Strom von den Achsen zum Ding, zum Eingang, zum Pufferkondensator. Über den Brückengleichrichter, über den Kondensator, da ist der Ausgang und der geht dann auf die Platinen. Und tut weiter zu anderen. Und tut weiter da durchs Untergestell zur anderen Platine. Wahnsinn. Letztes Thema, Maxeln einsetzen. Da haben wir schon unser 100er Backel. Versucht jetzt, so dass man ein bisschen was sieht. So, Maxeln sitzen drauf, schauen wir wieder zu. Deckel drauf und wir sind fertig. Korrekt. So, dann schauen wir uns da einen Burnies im Testkreis an. Irgendwas ist entgleist. Wie das jetzt ausschaut. Oh, super cool. So, näher, dass wir die Maxer lassen. Oh, leiwand. Sehr cool. Gut, dann haben wir es für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. 1000 Dank an den Burnie, da sitzt er gerade. Fürs Zusammenbauen. Schaut sich alle seinen Kanal an, das ist eine irrsinnig coole Anlage, Bernhardsdorf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. So, jetzt gibt es einen kurzen Nachtrag. Jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause. Ich werde jetzt noch eine kleine Detailanpassung machen. Und zwar das Licht noch ein bisschen schwächer dran. Das kommt mir noch ein bisschen zu stark vor. Und damit die relativ plumpen Figuren, da haben wir eben diese, der Burnie, die diese 100er Packerl da verbaut. Von DigiKeys, glaube ich, sind die. Ja, kosten halt ca. 10, 12 Euro pro 100 Stück. Damit die ein bisschen aufgefettet werden, haben wir gedacht, stellen wir noch ein paar teurere von noch eine. Da gibt es stehende für die Einstiegsbereiche. Habe ich zwei Packer gekauft und so ein mega Spaßset von den Sitzenden. Mit denen werden wir das noch ein bisschen aufpeppen und das Licht noch ein bisschen anpassen. Und dann ist der Zug endlich fertig. Ich werde jetzt ganz am Ende noch ein paar Szenen zeigen von der Anlage, damit ihr dann seht, wie das im Endeffekt ausschaut. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden. 1000 Dank nochmal an den Burnie, dass er mich wieder so unterstützt hat. Das Ganze, wie gesagt, total einfach. Schaffe, glaube ich, sogar ich und dann sollte das erste Saule schaffen. Ich kann das nur sehr empfehlen. Als nächstes kommen dann wahrscheinlich die City Shuttle-Wagen dran. Da gibt es natürlich kein Tutorial, weil das haben wir es eh schon gesehen. Jo, passt. Danke euch fürs Reinschauen und pfiat euch bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. So, dann machen wir jetzt die erste Bahnhofsszenen-Einfahrt mit Innenbeleuchtung. Ich habe jetzt auch noch an der Helligkeit geschaut, noch andere Maxen eingesetzt. Wie gesagt, das schaut sehr gut aus. Im direkten Vergleich da drüben sehen wir beim CityJet und beim Talent, was es ausmacht, wenn man überhaupt eine Innenbeleuchtung hat. Deutlich besser das Ganze. So, wir drücken hier auf zurück und ich fahre mal da rein, damit ihr es jetzt eben genau sehen könnt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Schaut es euch einfach selbst an. Ich glaube, die Intensität ist jetzt genau richtig. Da steht bleibt, man sieht da die Maxerl schön. Sehr gut gelungen das Ganze. Nehmt jetzt das Handy noch runter oder nein, ich zeige einfach ein paar noch Detailbilder. Ich hoffe, es hat euch gefallen das Ganze und ihr traut euch das jetzt selbst nachmachen. Wir fahren da hinten jetzt nochmal aus. Und ich danke euch zum dritten Mal jetzt, glaube ich, fürs Reinschauen. Pfiat euch und Baba. Doppelausfahrt. Bisschen zu flott, aber egal. Der Teil stellt sich nicht. Bitte im Verzeihen. So, jetzt aber. Vierte.